Seid gegrüßt. Und wenn die Wüste ein Paradebeispiel. So lieben wir das. Ja, und damit herzlich willkommen zu einem kleinen Vorstellungsvideo, das auch gleichzeitig als ein kleines Weihnachtsspecial fungiert. Und, ja, der Anfang hat mich jetzt selbst ein wenig überrascht. Der war direkt auf mich zugeschnitten, wie es aussieht. Und ja, es geht um die Vorstellung, um die Einführung eines alten Bekannten, eines alten Freundes. Und zwar... Wählt euren Gegner. Günther. Günther ist ein eiskalter und abgebrühter Streitkolbenkämpfer, der nach langjährigem treuen Dienst in der Odwendianischen Armee diese verließ und jetzt sein eigenes Heer führt. Vom Hygienefaktor erinnert er zwar an das Schwein, er sieht aber schlechter aus. Trotz dieser kleinen Macken ist er ein ernstzunehmender Gegner und nicht zu unterschätzen. PS, während des Schreibens dieses Textes hat er mir mindestens 5-mal eine geknallt. Au, 6. Ja, so ist Günther, wie wir ihn kennen und lieben. Und ja, für die Leute, die das interessiert, die das gut finden, der Link dazu zum Download dieser KI, den findet ihr in der Beschreibung des Videos. Und für die Leute, die Günther gar nicht kennen, ja gut, Günther ist zum einen in Stronghold, der Streitkolbenkämpfer, klar, aber Günther, die Figur so an sich mit dem Namen, kommt aus meinem Hörspiel, das ich ebenfalls mal verlinke. Ist jetzt kein Grundwissen, aber mal wieder eine kleine Empfehlung am Rande für die Leute, die es interessiert. Und ja, dann wollen wir mal gucken, was für Günthers gibt's denn so? Ja, Herr. Der Steuerexperte? Ja, Herr. Der Informantentöter? Ja, Herr. Der Erbarmungslose? Ja, Herr. Der Einmannschlägertrupp? Ja, Herr. Der Kuhliebhaber? Ja, Herr. Der Tierfutterexperte? Ja, Herr. Und der Pferdefresser. Nicht verkehrt, im Übrigen spiele ich das blind. Ich habe nur mal kurz reingeschaut, aber vorhin, als ich mal reingeschaut habe, habe ich nicht diese Begrüßung ins Gesicht geworfen bekommen. Von daher war ich jetzt ein wenig erstaunt. Aber gut, ich habe nur mal kurz reingeschaut, ob es funktioniert. Und es scheint ganz gut zu klappen. Von daher schauen wir uns das mal an. Und ja, wir wollen ein kleines Gefecht machen, einmal gegen Günther und einmal mit Günther. Und ich halte es klein. Ich will es jetzt nicht sehr groß machen. Es soll nur zu einer kleinen Vorstellung sein und um euch ein wenig auf den Geschmack des Günthers zu bringen. Oder so. Und ich habe mir schon eine Karte rausgesucht, die will ich machen. Wir kämpfen gegen zweimal Günther. Ich finde, das reicht. Es soll zum einen eine kleine Vorstellung sein und zum anderen zu viel. Wäre auch einfach wieder zu viel des Guten. Dann werden wir einfach zu stark zugespammt mit Nachrichten. Es soll ja trotzdem ein bisschen was Besonderes sein. Mich wundert es aber irgendwie... Es kommt kein Sound, wenn ich ihn entferne. Ich hoffe mal, ich habe es richtig installiert, aber ich habe eigentlich alles kopiert. Also es müsste eigentlich normal so sein. Am runden Tisch. Alles klar. Jeder weiß, der Steuerexperte und der Informantentöter gegen uns. Würde sagen, machen wir ein Kreuzritterspiel. Maximaler... Kreuzritter oder machen wir... Deathmatch, dass die mehr Geld bekommen zum Aufbauen. Eigentlich müsste Kreuzritter reichen. Alles... Oder? Nee, machen wir es so, dass die gleich ihre volle Burg aufbauen können. Das wird das so schnell wie möglich sehen, würde ich sagen. Alles klar, los geht's. Und erstmal wieder einfinden. Crusader und so. Stimmt, wir spielen ja wieder Crusader 1. Das heißt, wir können eine Burg bauen und so. Hoho. Kornspeicher. Ich hoffe, ich habe sogar noch meinen alten Standardaufbau im Kopf. Gut, so lange ist es jetzt nicht her, aber... Hey, es ist trotzdem eine Leistung. Ich habe mir was gemerkt und so. Ihr könnt auf uns zählen. Häuser nicht vergessen. Alte Krankheit. Unterkünfte. Wir müssen dann gleich mal gucken, wie das hier mit Nahrung steht. Grünflächen und so. So. Gott, haben wir Zeug. Pech brauchen wir jetzt nicht. Dankeschön. Wir gucken dann gleich mal zu Günther rüber, wie es bei ihm ausschaut. Ansonsten... Okay... Da ist Stein, da ist ein bisschen Eisen. Vielleicht reicht das für ein paar Minen. Und hier... Grün, okay. Ach du liebe Gott, sind hier wenige Bäume. Gut. Ist an sich... Ihr wisst, wie Bäume mein Feind ist. Meine Feinde sind, aber... so wenig. Aber gut, okay. Wir sind hier nicht in Crusader 2. Hier kostet uns Holz ja nicht unbedingt unser Neugeborenes. Hier geht es ja sogar mit dem Holz kaufen. Okay, machen wir mal erstmal das Stein.
Ziemlich gemein gemacht. Könnte fast von Kevin Scheffel kommen, die Karte. Da haben wir's. So, alles klar. Und dann wollen wir mal Getreide. Ach du lieber Gott, nee, oder? Ist es euer Ernst? Och nö, passt hier echt nichts hin. Wahrscheinlich sind die Bäume im Weg, ich sehe schon kommen. Okay. Ich weiß nicht, wollen wir warten, bis die fertig gefällt haben? Oder wollen wir da drüben bauen? Ich glaube, da drüben geht's, oder? Ja. Das ist jetzt eine gute Frage. Nee, wisst ihr was? Wir machen einfach mal das erste mit Wild. Das ist auch ein Plan. Machen wir es mal hier draußen hin, ein paar Jägerstände. Und fangen wir mal mit Fleisch an und so. Toll. Vermasselt. Im Übrigen ist die Günther-KI erstellt von... Och nein, oder? Jetzt habe ich echt... Ja, sagen wir es mal so, ich habe den Namen nicht vergessen, aber... Wie spricht man den aus? Feriatur? War das nicht irgendwie so? Irgendwie so war das. Tut mir leid. Ich hätte es mir eigentlich aufschreiben sollen. Hätte ich durchaus tun können, ja. Weiter im Text. Gucken wir mal zu Günther rüber. Ja, okay. Durchaus eindrucksvoll. Im Übrigen sieht man, Günther ersetzt das Schwein. Das passt auch am besten, ganz ehrlich. Günther und das Schwein, da sind einfach zu viele Parallelen drin. Setzen Streitkolbenkämpfer ein, sind grob, sind... Ja, stand ja auch in der Beschreibung. Er ist fast genauso wie Herzog Trüff. Euer Gnaden. Und ist nochmal hässlicher. Finde ich eigentlich gar nicht. Ich bitte euch. Wie können wir helfen? Er ist längst nicht so dick wie das Schwein. Und ja, er setzt... okay, er setzt auch die doppelte Belagungswaffentaktik ein. Okay, sogar mal so platziert. Wusste gar nicht, dass das geht. Das kann auf jeden Fall spaßig werden. Bin mal gespannt auf die Nachrichten. Wie gesagt, ich kenne sie nicht. Ich habe ein bisschen mitgewirkt. Wow, das geht aber schnell mit dem Fleisch. Ich habe ein bisschen mitgewirkt, was die KI angeht. Also so ein bisschen Wünsche geäußert, wie ich es mir ein bisschen vorstelle. Beziehungsweise wurde ich ja gefragt, wie ich es mir vorstellen würde. Und ich habe ein bisschen so mitgemacht. Aber ganz ehrlich, ich habe noch nichts angehört von den ganzen Dateien. Ich habe ganz kurz mal reingehört, damals bei früheren Versionen, die mir geschickt wurden. Aber ich habe keine Ahnung, wie sich das finale Produkt Günther jetzt so anhört und wie sich es gegen ihn spielt und so. Von daher bin ich ganz gespannt. Achtung! Okay. Ich würde es relativ kurz halten. Im Idealfall kriege ich das in eine Folge gepackt, den Kampf gegen Günther. Von daher werden wir vielleicht nicht alle, also wir werden garantiert nicht alle Sprüche hören. Ich denke mal, der wird fehlen, wie er uns tötet und einige andere. Aber ich versuche... Ja, komm, deswegen machen wir alleine schon ein paar Gebäude hier in die Nähe hin, dass wir mal wissen, was er sagt, wenn er zum Beispiel ein Gebäude zerstört, wie hier so ein Jägerstand. Und ja, ein bisschen reinhören, aber es soll hauptsächlich so ein bisschen zum Mund wässrig machen sein, denn ihr könnt ja alle Günther ausprobieren. Ich zeige euch ja den Link und... Eine Botschaft von... Ich werde dich zerstückeln. Oh. Seht ihr, es ist auch mit aufgenommenem Spielmaterial so die Nachrichten. Aber ich frage mich gerade, warum hier keine Nachricht kommt. Okay, ich werde dich zerstückeln, sagt Günther so auch gar nicht. Aber das ist ein echt lustiges Ding. Das ist, die Idee kam auch von mir stellenweise. So eine Nachricht von BAM! Streitkolben über den Kopf. Eure Befehle? Rücken aus! Hat's den Botschafter einfach mal niedergeknüppelt. Machen wir mal die Burg so, würde ich sagen. So, und hier dann nochmal ein kleines Tor hin. Machen wir es mal ein bisschen anders als sonst. Nicht mehr die viereckige Version. Die ist doch langweilig. Damit holt man doch niemand mehr vom Tisch hervor. 1, 2, 3. Und 1, 5, 2. Hä? Wie habe ich das hier gemacht? 1, 2. 1, 2. Eine Botschaft von... Meine Männer werden eure Knochen zermalmen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es immer noch falsch ist. Eine Botschaft. Ich bin mir jetzt halt echt unsicher, ob das so richtig ist. Wisst ihr was? Ich speichere jetzt hier mal ganz kurz und guck mir nochmal. Ich nenne das einfach mal Günther.
und schau mal, ob ich das jetzt richtig rüberkopiert habe. Speichern. Einen Moment kurz. So, alles klar, weiter geht's. Ich denke mal, jetzt dürfte es funktionieren. Gucken wir gleich mal rein. Ich muss mich übrigens entschuldigen, dass das jetzt nicht gleich funktioniert, aber es ist schwer, so eine richtige Balance zu finden aus es blind spielen, weil man sich überraschen lassen will, und es perfekt vorzubereiten, dass es fehlerfrei funktioniert. Das geht irgendwie nicht beides. Von daher, aber ich habe einen kleinen Tipp für alle. Wow, 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 wow. Ja, toll. Geht ja gleich super los. Ich habe übrigens gerade bekommen, der Meister wünscht euch fröhliche Weihnachten. Wir haben ja immer noch Weihnachtsfeiertage gerade. 25. haben wir. Zumindest jetzt gerade hier in der Aufnahme. Mal gucken, wann ihr die Folge seht. Aber deswegen kann ich jetzt auch nicht wieder sagen, ich fange nochmal von vorne an, weil ich habe nur sehr wenig Zeit und leider wenig Möglichkeiten, jetzt nochmal die Aufnahme neu zu starten und nochmal zu machen. Vielleicht zeige ich es euch ja heute schon, die Folge. Von daher, okay, der hat positiv, der hat negativ. Euch mach ich beide. Wieder hochgeht und den Lord umbringt und wieder abhaut. Besser gesagt, anschlägt und wieder wegrennt. Oh Mann. Ich werde dich zerstückeln. Da gibt es anscheinend keine Botschaft. Als kleinen Tipp. Rücken aus. Wie ich das gemacht habe jetzt. Es ist so, also ursprünglich ist es normalerweise so. Euch mach ich Beine. Man hätte da schon fast noch ein bisschen näher ranzoomen können, so auf 800x600 Auflösung oder so. Aber okay. Feintuning. Es gibt ja dann noch eine finalere Version, nehme ich an, die ihr dann auch spielen könnt. Was mir jetzt gerade noch so durch den Kopf geht, genau. Ferrari-Tour. Ich habe nochmal geschaut, während ich auf dem Desktop war, wie er hieß. Ferrari-Tour war's. Euer Gnaden. Jetzt passt es endlich mal mit der frohen Weihnacht, oder? Jetzt passt es endlich mal mit der Zunenburg. Ich weiß mittlerweile auch übrigens, woher das kommt. Ich weiß, woher das kommt, das frohe Weihnacht. Ich lasse es drin, es ist ein Running-Gag geworden, aber ich weiß, woher dieses frohe Weihnacht kommt, das mich jetzt schon seit so langer Zeit verfolgt. Sag ich gleich erstmal, wie ich die Mod jetzt richtig installiert habe. Naja, installiert, wie ich sie richtig kopiert habe. An sich ist es bei so einer Mod ja normalerweise so, bei Stronghold Crusader, dass man einfach alles reinkopiert. Aber hier ist es so, dass es einige Dateien gibt. Zumindest jetzt hier zum Beispiel vom Schwein, das man ja ersetzt. Wo ist mein Steinbruch hier hin? Die haben den zerbröselt. Es gibt einige Dateien, die sind zu viel. Also zum Beispiel ist jetzt zum Ersatz nur 1 bis 6 da. Aber es gibt insgesamt 8 Dateien, deswegen muss man 7 und 8 löschen. Also es heißt am besten, ja natürlich eine Sicherheitsdatei vorher anlegen, wie es in der Installationsanleitung steht. Und es ist wichtig, halt wirklich die Sachen, die überflüssig sind, noch vom Schwein, die übrig sind, zu löschen. Ansonsten werden die noch abgespielt hin und wieder, wie ihr es gesehen habt. Ich denke mal, ich habe es jetzt richtig gemacht. Ja, ich hätte hier große Torhäuser hinmachen können, aber egal. So. Wir benötigen mehr Steine. Alles klar. Dann, ach du Scheiße, wir haben ja noch... Ah doch, ja stimmt, wir haben ja erstmal unser Fleisch. Unsere Fleischlieferung. Wir gehen dann gleich mal auf Brot um. Und dann können wir eigentlich schon fast in den Angriff übergehen. Wie gesagt, ich will schnell eine Folge machen. Die möchte ich euch heute zeigen. Ist ja gleichzeitig ein kleines Weihnachtsspecial. Und die nächste Folge seht ihr dann morgen am 26. Ja genau, am 26. Das ist doch ein Plan, oder? Warum passt das nicht hin? Das ist doch gemein. Ganz knapp wahrscheinlich um 1 oder so. Irgendwo da, es muss doch irgendwo klappen. Verflucht. Das ist so gemein. Na gut, notfalls aber reichen vielleicht. Oder machen wir noch ein bisschen was. Vielleicht werden wir in Ruhe gelassen. So, ich möchte nochmal wissen, wenn da jetzt nochmal was zerstört. Kommt da nochmal was? Brenn nochmal was ab, bitte. Gebäude stehen in Flammen, Sire. Eine Botschaft von... Ich werde dich zerstückeln. Achtung! Und Marsch! Alles klar, dann wollen wir mal weiter. Wow, wow. Arme Hündchen.
Ah, mit Jägern spielen ist mal irgendwie ein bisschen was Neues in Stronghold Crusader. Es ist, man macht selten, man macht sehr, sehr selten. Wir benötigen Holz. Eigentlich reicht eine Mühle, ich bin auch gerade wieder Crusader 2 belastet. Ach ja, das wollte ich noch sagen. Woher das frohe Weihnacht euer Gnaden kommt, könnt ihr euch an die Udvin-KI erinnern, die es damals gab. Die von Tystros erstellt wurde. Werdet euch alle zerfleischen wie die Kuh. Nun, es ist so, dass Tystros als irgendein Gag damals diese Datei umgeschrieben hat und das frohe Weihnachten da reingesetzt hat für das Bergfriedes komplett. Es war einfach nur, ja, ich habe es einfach als Running Gag behalten, aber er wollte mich halt einfach mal verarschen auf diese Weise. Und seitdem ist es drin. Ich habe es ganz ehrlich bis heute einfach nicht geändert, weil es sich mittlerweile, also ich habe es ja schon, hätte schon lange suchen können, welches es ist. Wurde mir auch schon gesagt. Aber mittlerweile ist es so ein Running Gag mit frohe Weihnacht euren Gnaden, dass ich es einfach drin gelassen habe. Vielleicht, wenn wir mal wieder ein bisschen aktiver Story Crusader spielen, warum auch immer. Vielleicht wollen wir nochmal irgendwas machen. Vielleicht ändere ich es da dann noch rum. Aber erstmal kannst du drin bleiben. Also mich persönlich stört jetzt nicht direkt. Aber ich habe das jetzt mal so durch die Blume erfahren, wie das reingekommen ist. Zum Angriff, auf ins Getümmel. Aber irgendwie sagt er das noch nicht so richtig. Entweder habe ich das immer noch falsch. Ganz ehrlich, so viel falsch kann man da eigentlich nicht machen. Es ist einfaches Reinkopieren. Ich war jetzt bin jetzt ganz auf Nummer sicher gegangen und habe alles. Und habe alles. Frohe Weihnacht, euer Gnaden. So, wo war ich denn geblieben? Genau, ich habe alles, was vorher beim Schwein war, ich bin jetzt ganz auf ein bisschen gegangen und habe alles rausgelöscht und neu reinkopiert. Dementsprechend kann jetzt eigentlich nichts falsch mehr drin sein. Aber gut, sehen wir das jetzt einfach mal eher als Weihnachtsspecial an. Bogenschützen bereit. Falls ich was falsch gemacht habe, werde ich demnächst vielleicht nochmal ein Video machen. Ich werde es ja dann erfahren in den Kommentaren, ob da jetzt alles richtig ist oder doch nicht. Ich würde sagen, wir können langsam auf den Angriff gehen und ich glaube, ich mache Pikiniere. Pikiniere sind toll. Aber erstmal würde ich dann gerne ein bisschen sicherer zuhaben hier. Ein erträglicher Aufwand. Muss ich erstmal daran gewöhnt, dass es so schnell geht mit dem Mauereinkloppen hier. Frohe Weihnacht, euer Gnaden. Mein Gott, ich bin einfach zu sehr in Gedanken bei Crusader 2. Frohe Weihnacht, euer Gnaden. Alles klar. Okay, dann haben wir das. Das. Das Buch hat auch schon mal schön ausgeschaut, aber hey. Hey. Wir könnten auch mal Waffen produzieren. Ach, es sind nicht was? Genügend Arbeiter vorhanden, Waffen. Um das Gebäude zu Waffen verwalten. Sind was für Affen. Hast du erstmal Markus Waffen, kaufst du nie wieder bei anderen Affen. Ach, verdammt, Borderlands, geh mir aus dem Kopf. Du hast hier gerade nichts zu suchen. Ja. Wir brauchen Leute. Wir brauchen Menschen. Wir brauchen Menschen in unserer Burg. So sehr es mich anwidert, aber es muss sein. Das Volk huldigt euch, Sire. So, wie schaut's hier aus? Noch einen weiteren Steinbruch, bitte. Und dann gehen wir mal langsam in den Angriff über. Aber zumindest die Burgen und alles, also es funktioniert alles bis auf die Sprachausgabe. Da scheint irgendwas wieder noch nicht so ganz zu funktionieren. Aber gut, ihr werdet es ja selbst sehen. Vielleicht kriegt ihr es selbst ja besser hin, wenn ihr die KI draufhaut. Aber wie gesagt, ich müsste es jetzt eigentlich richtig gemacht haben. Von daher wundere ich mich, dass jetzt bei manchen Sprüchen keine Soundausgabe kommt. Können wir mal gucken. So. Beziehungsweise gucke ich mir das nochmal ganz kurz an, bevor wir... Obwohl, ich glaube, bei den verbündeten Files, die bin ich auch mal durchgegangen, die müssen eigentlich alle da sein. Von daher dürfte das funktionieren. Wie das bei diesen hier ist, das ist eine echt gute Frage. So, holen wir uns mal ein paar Pikiniere. Stimmt, gute Sachen. Boah, das vergesse ich auch irgendwie. Das gibt's ja auch noch in Crusader 1. Oh Mann.
was es nicht alles gab damals, nicht wahr? Schwerter, Äxte, neumodischer Schnickschnack. Damals, zu meiner Zeit, hatten wir noch gar nichts, noch nicht mal Grafik hatten wir. Da war das alles noch textbasiert. Ach, verflucht. Das Borderlands schleicht sich noch Elemania ein. Verdammte Fremdkörper. Gehört nicht hierher. Raus. Raus aus meinem Haus. Nur noch 10 Tage bis Weihnachten, my Lord. Nee, Freundchen, schau mal auf den Kalender. Alles klar. Ich glaube, das war auch mit geändert damals. Ich nehme es mal sehr, sehr stark an. Hi. Irgendwann muss ich echt mal komplett die Ursprungsversion wieder drauf knallen. Es werden Rekruten benötigt sein. Okay, 18 Pikiniere. Könnte ein bisschen dauern, oder? Machen wir mal auf 70. 70 ist eine gute Geschwindigkeit. Dann schauen wir mal. Einmal eins vermisse ich hier von Crusader 2. Eins vermisse ich hier stark. Und zwar das automatisch Verkaufen. Das war herrlich. Aber gut, dann wollen wir jetzt mal. Hört euch alle zerfleischen wie die Kuh. Ja, normalerweise müsste da so ein Kuhschnetzelgeräusch sein. Jetzt mal ganz ehrlich, ich gucke jetzt echt nochmal nach. Da kann irgendwas einfach nicht stimmen. Speichern. Ich speichere nochmal und dann gucken wir nochmal.